Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder bei Leon Elektronik. Ja, heute befinde ich mich mal wieder auf dem Nürnberger Volksfest. Auf dem Nürnberger Herbstvolksfest, ja. Und ich würde sagen, wir starten wieder wie jedes Jahr den Rundgang. Dann kommt mal mit. Wir fangen an auf dieser Seite mit dem Dinkels Frankendorf. Auf der anderen Seite Hüpfburgen. Da haben wir hier noch so einen schönen Stand mit so Mandeln. Und hier auch so eine schöne Hütte. Ja. Und dann sind wir schon hier bei der Wilden Maus. Die Wilde Maus XXL. Genau. Wir starten den Rundgang. Balla haben wir hier. Hier noch so ein Stand. Dann sind wir hier beim Hanserad. Genau, und zu eurer Information, heute geht das Volksfest los. Heute Abend ist Anstich und ich bin jetzt gleich in der Früh da, um mein Rundgang-Video wieder für euch zu drehen. So, da haben wir hier so einen schönen Essensstand, da so Hüpfdinger für Kinder. Da haben wir die erste Geisterbahn, Geistervilla, haben wir hier. Hier, jawohl, Geistervilla, ja, dann haben wir hier, am Disco Express vorbei. Aber hier Ströbel. Ströbels Eisbar. Und nochmal das Pappert. Kurz rein. So, hier, das ist die Festhalle Pappert. Da geht es dann heute Abend richtig zur Sache. So, gehen wir hier wieder raus. Da haben wir da auch mal reingeguckt. So, geht's weiter
Jetzt der Schleigenbolt, Langos. Bayernrutschen. Glückshafen haben wir da. Genau. Und dann auch schon den Rollaufer. Hier. Rollaufer. Hier. Dann gehen wir weiter. Hier. Krug. Kinderbahn. Da ist der Willis Mandeln von Kunstmann. So. Gut. Ja, es ist ja an diesem Morgen noch recht leer und menschenleer hier. Nach die Ruhe vor dem Sturm. So, dann haben wir die Eisbar. Scooter. Dann haben wir hier Kinderkarussell und jetzt der Around the World. Hier der Around the World. Genau. Dann geht's weiter. Der Braun ist da. Dann haben wir hier das Glaswerk. Da hinten ist die Go-Kart-Bahn. Brezenhaus, wie jedes Jahr. Las Vegas-Stuben. Hier ist eine Biergarten. Dann haben wir hier haben wir die süßen Spezialitäten und hier haben wir so eine Kinderbahn, wo die Kinder da fahren können. Ist auch ein Riesensting. Dann haben wir hier noch ein paar Stände. Langos haben wir wieder. An der Euro schießen. Genau. Der Superhupferl. Das Ding ist der Superhupferl. Dann haben wir hier Eisbar. So. Und dann laufen wir hier einfach mal weiter. Jetzt kommt hier der Haxen Liebermann, auch wieder in Nürnberg vertreten, wie jedes Jahr, mittlerweile schon bekannt. Schießsport haben wir da. Ja, und dann kommen wir auch schon hierher. Und dann sind wir schon bei der Krake angekommen.
Ja, da ist die Krage. Laufen wir weiter. Hier noch ein paar so Essensbuden. Und auch hier Eis und Nüsse. Dann hat man hier da ist ein Laufgeschäft, können wir mal hingucken, mit solchen Dingern da, heißt Giomani. Gut, werde ich für euch natürlich dann ausprobieren, wenn es angefangen hat. Ja, dann haben wir hier wieder, wie jedes Jahr, die Carlos Bar. Ja, genau. Und so steigert sich das ein bisschen. So. Dann laufen wir schon weiter hier. Noch so ein paar Stände. Und ich würde sagen, bevor ich noch weiter viel plapper, schaut euch noch bequem den Rest an. Viel Spaß euch. Die Schmuckboutique. Das ist ein Schießstand. Der Frittenheini ist da. Auch der Playball ist da. So, die grüne Bar haben wir hier. Dann hier. Der Eismüller aus Nürnberg. Genau. Und gefolgt vom Time Factory. Das Laufgeschäft Time Factory. Können wir da mal hergehen? Sieht man, das Time Factory, der Krumm- und Schiefbau und das andere Laufgeschäft von Hartmann. Ja, das ist das Time Factory, was hier steht. So, gehen wir weiter. Dann haben wir hier so ein Kindertraum. Sportstudio, kann man Fußball schießen. Der Pizzaman. Dann die Geisterbahn Zombie. Ja, genau. Haben wir hier den XXL Racer. Ganz schön hoch, gell? Okay. Dann kommen wir hier. Hollywood. Auch das gute Hollywood. Vom Eschenbacher. So. Dann
laufen auch schon hier rum. Hier vorbei an der Petersburger Schlittenfahrt vorbei. Genau. Gefolgt hier vom Dölle. Dann geht's weiter. Vorbei am Autoscooter vom Eschenbacher geht's jetzt vorbei. Genau, so ein Kinderfahrgeschäft noch. Hier ist eine Bude. Nochmal der Blick auf dem Eschenbacher, sein Autoscooter. Ich erkläre euch ein bisschen was im Video, dass ihr auch wisst, was alles da ist. Ja. Jetzt kriegen wir das schon. Pommesstand haben wir hier. Hier das 7D-Kino. Gefolgt hier vom GeForce von Kokolmann. Dann geht es hier in die Glücksboutique. Dann hier rum, gefolgt vom Laufgeschäft Crazy Outback. Lasst euch gesagt sein, das wird ein mega Spaß. Da oben sind auch so Wasch, da oben so Waschstraße, so grüne. Oha. Outback. Das werde ich da mal probieren. Wenn das offen hat. Gefolgt von Langs Imbiss. Hüttenstadel, der gehört zur Festhalle Pappert. Ja, und schon laufen wir hier rum. Am Brezen vorbei. Zum Vorbeischieß ein Tor. Dann hier sang die Maus vorbei. Am Breakdancer Wolf. Dann der Veteranenclub. Jetzt neigen wir uns dem Ende zu. Genau. Dann mal hier Schießhalle von Weiß. Hier und hier. Ja. Und dann der Müllers Mandeln aus Nürnberg. So. Mandeln und Eis duftet auch schon lecker. Ja, und dann haben wir hier noch den Wellenflug von Distel, gefolgt wieder zurück in die Straße. Und wieder zurück zur wilden Maus XXL. Ja, hier nochmal Mandeln und hier noch Sachen. Der Dingels Frankendorf wieder zurück.
Genau. Und an der wilden Maus vorbei. Genau. So. Dann begeben wir uns langsam, aber sicher hier wieder zum Ausgang. So. Alles schon aufgelistet, wie sich's gehört. Und so lange geht das. Und jetzt gehen wir raus. Und hier herzlich willkommen auf dem Nürnberger Volksfest. Ja. Gut, Leute, das war ein Rundgang vom Nürnberger Herbstvolksfest 2019. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut euch das Video an. Lasst wieder ein Like da, abonniert meinen Kanal kräftig. Und wir sehen uns wieder. Euer Leon Elektronik. Ciao, ciao.